Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Reveal.js, eine automatische Präsentation. Um eine automatische Präsentation zu starten, geht man wie folgt vor. Man geht zu der Konfiguration und gibt da hinzu Autoslide:// und setzt dort fest, wie lange es dauert, bis die nächste Folie dann gezeigt wird. Und zwar wird eine Folie hier 5000 Millisekunden gezeigt. Also 5 Sekunden, dann geht es automatisch zur nächsten Folie. Der Wert ist hier standardmäßig auf 0, was heißt, es gibt keine automatische Präsentation. Mit AutoSlideStoppable:true ist es möglich, dann diese automatische Präsentation mit einem Tastendruck des Users zu unterbrechen. Gibt es hier ein False, ist das nicht möglich. Ebenso kann man noch eine Schleife einstellen, was heißt Loop:true. Das heißt, ist die automatische Präsentation oder die Präsentation vorbei, geht es dann wieder von vorne los. Mit dem Eintrag data-auto-slide ist gleich und dann die Zahl, kann man den Wert überschreiben, wie lange eine Folie gezeigt wird. Hier die zweite Folie wird also nur 2 Sekunden lang gezeigt. Dann geht es zur nächsten Folie. Das kann man auch mit anderen Folien machen. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Beispiel starten. Hier unten wird dann angezeigt, wie lange es noch dauert, bis dann die nächste Folie angezeigt wird. Der Fortschritt wird also angezeigt. Die erste Folie wird 5 Sekunden lang angezeigt und die zweite Folie eben nur 2 Sekunden lang. Und dann mit der Schleife geht es eben dann wieder von vorne los. Und mit einem Tastendruck kann ich diese automatische Präsentation jetzt einfach unterbrechen. Dann wird jetzt hier noch die zweite Folie angezeigt. Und hier kann ich dann wieder die automatische Präsentation starten. Einfach Klick drauf und dann geht es wieder los. Das war UserPower vom Screencast. Ciao und viel Glück!